Hallo, ich möchte mein Lieblingswerkzeug herzeigen, die Abgabe, die schaut so aus, Schüler sollen Dateien abgeben, ich kann sie bewerten, Hausaufgaben bewerten, Notengeschichten, egal. Ich erkläre erst, wie man es baut, dann wie man es auswertet. Zum Bauen muss das Bearbeiten eingeschaltet sein und dann hier Material hinzufügen, die Aufgabe ist das, was mich interessiert, hinzufügen. Die braucht einen Namen. Ja, brauche wirklich einen Namen. Gib hier eine Datei ab. Passt schon. Beschreibung, nur ein Test. Passt auch. Eigentlich nur noch speichern. Ich könnte hier ein Abgabedatum aktivieren. Dann ist spätere Abgabe unmöglich. Bestimmte Formate zulassen. Mehr als eine Geschichte zulassen. Aber ich bin mit den Grundeinstellungen sehr zufrieden. Speichern zum Kurs zurück und jetzt dürfen die Schüler abgeben. Nachdem die Schüler das gemacht haben, wie es hier oben schon geschehen ist, kann ich mir das ansehen, was hochgeladen wurde. In diesem Fall haben 13 von 23 Schülern etwas hochgeladen. Bin natürlich unzufrieden, sind zu wenige. Ich klicke hier auf alle Abgaben anschauen. Genau, scroll ganz vorsichtig runter. Genau, weil würde ich weiter scrollen, würden die Schülernamen auftauchen, die ich aus Datenschutzgründen hier nicht haben möchte. Also wenn ich weiter scroll, kann ich hier bewerten, kann bearbeiten, kann den Schülern Kommentare geben und Punkte geben. Und das will ich alles nicht. Wenn ich das online mache, kostet jeder Klick eine Sekunde. Deswegen will ich das runterladen. Alle Dateien auf meine Festplatte bewerten und dann den Schülern mündlich mitteilen, wie man will. Also ich klicke hier auf Auswahl, auf alles auswählen, scroll nach unten. Das war jetzt, glaube ich, schnell genug, dass keiner was gesehen hat. So, in dem Fall, hier klicke ich hin. Ich will, nein, noch weiter hoch. Dahin. Auswahl. Ausgewählte Aufgaben herunterladen. Start. Ja, ich will sie wirklich runterladen. Das ist ein Fenster. Okay. Gut. Ich kriege jetzt hier so eine ZIP-Datei. Speichern. Und diese ZIP-Datei, die kann ich doppelklicken und habe alles nach Vornamen alphabetisch sortiert auf der Festplatte.